sehr lustig. Ich spiele manchmal so Sessions, wo wildfremde Musiker irgendwie da sagen, komm doch mal vorbei und bring deine Gitarre mit und so. Dann sage ich, ja, ist auch doof, ohne Gitarre wüsste ich ja nie, was ich machen soll. Und da komme ich da vorbei und sage, spiel doch mal hier, wir spielen jetzt mal dein Lied von dir. Das ist doch in irgendwie Zis im Haar oder sowas. Und ich sage, bestimmt. Also so über die Jahre kriegt man so mit, wenn das jetzt hier ist, dann ist das Gis. Aber glaube ich. Sehr beschämend, ich weiß, aber ich arbeite dran. Aber irgendwie habe ich keine Zeit. Ich muss ja Songs schreiben. Apropos Songs schreiben, das ist ein Lied, mit dem hat da irgendwie in dieser ganzen großen, weiten Fancy-Welt, also das, dass ihr das mitkriegt, dass ich Musik schreibe. So. Und der Song ist so der Katalysator gewesen. Für mich war es irgendwie sehr krass, ich verrate sehr viel in diesem Song über die damalige Zeit und das, was ich erlebt habe. Und das ist immer sehr schwierig, wenn man da, wenn man so einen Song schreibt, den zu präsentieren, weil man stellt da sehr viel Privates irgendwie dahin, aber man, das passiert halt einfach so. So soll es sein, heißt es. Es gibt Nächte ab und zu, da sind wir am selben Ort. Du wohnst in meiner Zukunft, du lebst in meinem Jetzt, so soll es sein. Ich weiß, dass es dir gut geht, viel besser ohne mich. Ich weiß, dass mir der Mut fehlt, zu kämpfen um dich. Doch ich schenk dir diesen Leichtsinn, mein Herz und dieses Lied, so soll es sein.
doch zwei.